Hallo ihr Lieben, heute geht es mal nur um ein bisschen Schulterkraft. Was ihr alle machen könnt, für alle Level, für alle gut. Die Frage ist nur, wie du sitzt, wie du sitzen kannst, ob du besser in deinem Fersensitz sitzt oder ich bevorzuge eine Decke oder ein Yogakissen und einen Schneidersitz. Und deine Gewichte sind wichtig. Ich nehme jetzt mal Blöcke. Das ist nicht so schwierig, nicht so schwer. Du kannst aber auch gerne Hanteln nehmen, wenn du das zu Hause hast. Oder zwei gefüllte Wasserflaschen zum Beispiel, wenn es etwas mehr sein soll. Das liegt an dir. Komm in deinen Sitz und richte dich gerne hier so aus, dass du deine Füße mal in eine Reihenfolge nimmst, wenn du in diesem Sitz bleibst, die du nicht so oft praktizierst. Du kannst auch diese Übungen übrigens auf einem Stuhl machen, wenn du möchtest. Ja, das ist auch überhaupt kein Problem. Wir arbeiten isoliert in die Schultern. Leg dir deine Gewichte zur Seite und wir kommen erstmal an mit dem Heben des Brustkorbs, mit dem Kinn ziehen nach innen und nach oben. Bleibe ganz stolz und weit. Bring die Hände zur Seite, die können auch hier auf den Gewichten, auf den Blöcken ruhen. Und heb zuerst einfach nur mal deine Schultern an und senk sie dann wieder ab. Hebe an und senk sie wieder ab. Mal wahrnehmen, wie sich der Oberarm in der Schulter bewegt, wie dein Schulterdach sich hebt und senkt. Lass deinen Kopf nach oben streben. Schenk dir ein Lächeln, dein Atem fließt die ganze Zeit ein und aus, wie du magst, ohne zu forcieren, und es ist auch egal. Moment, welche Richtung dein Atem mit der Bewegung verbindet. Fließe in deinem Atem und in deiner Bewegung. Dann bleibe mal oben, löse deine Hände, zieh deine Arme raus aus der Schulter, hole sie wieder zurück. Zieh sie raus, aus der Schulter und wieder zurückholen. Können auch gern sich ein bisschen heben, wieder wegholen. Und nach innen holen, noch einmal mehr. Dann löse. Hebe deine Arme an, lass deine Oberarme wieder in die Schultern zurückfließen, deine Hand in den Flächen nach vorne und bring bitte deine Hände in Ellbogenhöhe, in einen Ellbogenrechten Winkel. Das wollte ich sagen. Atme ein, hebe deinen Brustkorb und diesmal brauchen wir eine Ausatmung. Dreh deinen rechten Arm nach unten, bring deine Schulter nach vorne und die linke nach hinten. Schau über deinen rechten Schultergürtel. Einatmen, wieder heben. Ausatmen, andere Seite. Einatmen, heben. Ausatmen, schau über rechts. Das hat so ein bisschen was von einer Vogelscheuchenbewegung. Deswegen nenne ich das auch gerne so. Und dann darfst du mit jedem Atemzug in eine Bewegung kommen. Lass das Ganze fließen. Eine Richtung einatmen, eine Richtung ausatmen. Such es dir aus und spüre, wie sich die Schulter und der Oberarm hier bewegen. In eine Richtung, in die andere. Nochmal mehr. Der Rücken bewegt sich mit. Und dann bleibe in deiner Mitte, komm hier wieder an und löse die Arme. Jetzt darfst du deine Gewichte nehmen. Wenn du Blöcke hast, ist das hier ein Gewicht, das du gut halten kannst. Du kannst aber auch den Hebel verlängern. Wenn der Hebel verlängert ist, muss man ein Blümchen kaum ein bisschen herstellen, dann hast du etwas mehr Gewicht auf der Schulter. Ich nehme jetzt mal den langen Weg. Ja? Halte deinen Brustkorb oben, einatmen, nur bis in Schulterhöhe heben, ausatmen, senken, ohne abzulegen. Deine Oberarme bleiben im Schultergelenk, deine Handrücken zeigen Richtung Decke. Einatmen, hebe, aussenken. Es wird eine anstrengende Einheit, je nach Gewicht oder nur eine kleine Mobilisation der Muskeln oder Aktivierung der Muskeln. Mobilisation ist jetzt nicht so passend, Aktivierung. Ja? Schau, welche Gewichte du nimmst. Du kannst das Ganze auch ohne Gewichte machen, auch anstrengend. Hebe und senke. Noch zwei mehr. Brustkorb heben ein letztes Mal. Bleibe jetzt oben. Dreh das Gewicht nach oben und wieder nach unten. Nach oben drehen und nach unten.
schwebt aus dem Rücken heraus, nach oben zur Decke, drehe nochmal mehr. Und jetzt gehen wir die zweite Hälfte der Bewegungsrichtung mit offenen Händen, Brustkorb heben, einatmen hier, ausatmen, schließe nach oben deine Arme. Einatmen, öffne und aus, komm nach oben. Einatmen, öffnen, ausschließen, einatmen und ausschließen, nochmal mehr einatmen. Schließen, zweimal mehr. Und einmal. Und weiter. Bleib in der Seite, drehe nach innen und senke ab. Ein Moment Ruhe. Bewege dich nach vorne und nach hinten. Wir verwenden einatmen, heben, ausatmen, drehen. Einatmen, heben. Ausatmen, senken. Einatmen, drehen. Ausatmen, senken. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Heben, drehen. Heben, senken. Drehen, senken. Ein letztes Mal. Und bleibe. Wunderbar. Deine Gewichte kommen nach vorne. Du darfst deine Schultern mal ein wenig nach hinten kreisen und ausruhen. Und dann kommt die nächste Sequenz. Nimm wieder deine Blöcke oder Gewichte, diesmal in der Länge. Und arbeite. Ich mache es so. Du darfst hier einfach nur die Gewichte halten. Komm in eine Bizepsbeugung. Schiebe deine Arme beide nach oben und drehe deine Handinnenflächen nach vorne. Schließe wieder, komm nach unten und öffne. Herz weit lassen, Schulterblätter hinten. Bizeps, schiebe senkrecht nach oben, drehe ein, drehe wieder nach innen und komm wieder nach unten. Öffnen, schließen, hoch, drehen, zurückdrehen. Senken, öffnen, schließen, hoch, eindrehen und wieder senken. Nochmal mehr. Ihr habt jetzt schon gemerkt, es wird irgendwann ein Fluss. Und dann kannst du in eine ganz fließende Bewegung kommen. Bewegung nach oben und nach unten. Wunderbar. Jetzt drehst du dir deine Gewichte so, dass deine Handinnenflächen zu mir nach vorne zeigen. Deine Gewichte sind so wie zwei große Ohrmuscheln, Anleihenohren, genau über deinen Schultergürteln. Deine Ellbogen wollen ein Stück nach außen. Schiebe deine Arme ganz nach oben und schließe jetzt. Öffne und senke. Deine Schulterblätter sollten zueinander kommen, dein Rücken ist lang. Und du siehst aus deinen Augenwinkeln heraus weder deine Gewichte noch deine Ellbogen. Sie sind ganz auf der Seite. Hier wäre es super, wenn die Ausatmung der Weg nach oben ist. Die Einatmung tief. Ein letztes Mal, bleibe dann oben, halte deine Gewichte mit beiden Händen gut fest, der Kopf ist nämlich unten drunter und die Ellbogen müssen genau in der Linie deiner Schultern sein. Lass die Ellbogen weiter zurückfließen, dein Herz heben, beuge jetzt deine Ellbogen, deine Gewichte fließen zwischen deine Schulterblätter und strecke wieder. Beuge und strecke. Beuge. Und strecke. Noch ein paar mehr. Für die Arme Rückseite.
darfst du auch hier noch ein paar kleine nach oben bewegen. Das heißt, du bewegst dich nur im oberen Drittel mit deinen Gewichten hoch, tief, ganz klein. Bleibe dann oben und senke langsam nah an deiner Nase, an deinem Brustkorb wieder ab. Für die nächste Übung bleibst du, wo du bist, aber ich setze mich ein wenig seitlich, damit du siehst, was ich genau von dir möchte. Du kannst gerne die Füße jetzt auch mal tauschen, wenn du im Schneidersitz sitzt, oder generell deine Sitzposition ändern. Wir haben Gewichte vorne und fassen die Gewichte von oben. Hol deine Ellbogen neben den Körper und halte hier. Deine Gewichte öffnen sich so, dass sie freien Weg haben. Deine Schultern fließen nach oben und nach hinten, dein Herz hebt. Jetzt fließen die Ellbogen noch mehr zurück und du darfst deine Arme über tief nach hinten oben bringen. Halte das. Ellbogen noch näher, Schulterblätter zueinander, Brustkorb heben. Jetzt sind deine Gewichte sind über in deinen Händen und du kannst hier wunderbar die Gewichte nach oben führen und wieder tief heben und senken. Nochmal mehr. Zwei mehr. Und dann bleib mal oben, bewege klein. Das spürt man ganz schön, ne? In der Schulterrückseite. Nochmal oben halten, ruhig halten, Schulterblätter zueinander, Brustkorb heben, Kinn leicht heben, nochmal halten. Und dann löse ganz langsam wieder über die Seite nach vorne. Umarme dich mal selbst. Oh, spürt man ganz schön. Schulterblätter nach vorne ziehen und vielleicht wie eine kleine Acht mal deinen Rücken und deine Schultern bewegen. Löse deine Hände, atme ein weit. Atme aus, kreuze deine Hände vor deinem Körper tief. Nochmal ein, atme heben über die Seite. Aus, atme senken. Und ein letztes Mal heben und senken. Und danke fürs Mitmachen. Einfach nochmal von vorne oder Gewichte erhöhen oder Gewichte etwas verringern. Ganz viel Spaß und vielleicht spürst du morgen deine Schultern. Bis bald auf der Matte.